Minuten bevor Jakob ist gestorben, Ende von Sefer Bereshit, erste Buch von fünf Büchern des Moses, Parashat Vayechi, die letzte Wochenabschnitt in diesem Buch ist am kommenden Shabbat. Und wenn wir beenden die Parasha, alle sagen gemeinsam, Chazak, Chazak, Benitchazek, stark zu sein, und gehen wir übernächste Shabbat zum zweiten Buch, zum Sefer Shmot. Parashat Vayechi, letzte Minuten von Jakob in dieser Welt, er ruft zu seinen Kindern neben sein Bett. Er sagt ihnen, dass ich gehe zu sterben und ich verabschiede mich von euch, aber ich habe ein paar Sachen zu euch zu sagen. Er segnet alle, aber war ein paar Kinder, dass er hat ihnen zurechtgewiesen. Etwas Hartes gesagt, auch eine Bracha gegeben, auch einen Segensspruch gegeben, aber auch eine Kritik, dass er schon lang sagen wollte, aber er hatte die richtige Gelegenheit vor seinem Tod ergriffen. Warum hat er gewartet so lange Zeit? Normalerweise, wenn ein Vater sagt etwas zu seinem Sohn, eine Kritik, er versucht ihn zurechtzuweisen, kann der Sohn frech sein. Wenn er das nicht frech, wird er diskutieren, es stimmt nicht, es ist nicht so. Oder zu sagen zum Vater, du hast auch sowas gemacht, wie kannst du mir sagen, nicht zu machen? Wieso erwartest du von mir mehr, als du selber haltest? Kann immer eine Gegenreaktion sein. Und durch diese Gegenreaktion haben wir eine schlechte Atmosphäre, eine Spannung. Und positiv davon, dass der Sohn wird machen, was der Vater ihm befohlen oder gebeten, oder wird nicht sein. Aber wenn der Mensch krank ist und er geht zu sterben, diskutiert man nicht mit ihm. Man geht nicht frech zu ihm zu sein. Und normalerweise, man akzeptiert, was er sagt. Warum? Weil die ganze Situation ist so, dass man weiß, dass jetzt nicht die Zeit ist, überhaupt zu diskutieren. Punkt A. Punkt B. Der Mensch, bevor er geht zu sterben, sagt er wirklich, was er glaubt. Und er meint nur die Wahrheit und die richtige Sache zu zeigen. Das ganze Spiel und die Tricks und die Ausreden und die Blödsinn, das der Mensch macht, ist bis zum Tod. Vor dem Tod der Mensch schon im Krank, im Bett schon wochenlang oder monatelang. Lange Zeit hat er zu denken. Ich gehe jemanden im Spital zu besuchen, eine von den Leuten, die hier kommen zu beten, im Floridsdorf-Spital. Ich komme zum Zimmer, er liegt im Bett mit den Augen auf die Wand. Frage ihm, Herr X, über was denken Sie? Sagt er, ich habe viel Zeit zu denken. Mein ganzes Leben habe ich schwer gearbeitet. Ich bin gedavent, religiöser Mann natürlich, schon am Shabbat und Kasher, aber Geschäfte. Wann hat der Mensch Zeit wirklich zu denken über sich? Über sein Leben, über seine Zukunft, über seine Aufgabe in dieser Welt. Er hat Zeit. Wenn er hat Zeit, er geht zu schlafen, er ist müde. Aber wenn der Mensch im Spital, kommen Vormittag, die Ärzte kommen mit Besuche und ein paar Infusionen, aber wenn er ist nicht so schwer krank in der Intensivstation, dass jede Sekunde muss etwas machen, er liegt im Bett stundenlang. Kommt Mittagessen, kommt die Schwester, hallo, wie geht's dir, kommt der Essen. Nachmittag, jede zwei Stunden kommt die Schwester, eine Infusion, aber er ist fast den ganzen Tag alleine. Und dann hat er Zeit zu denken. Ich habe ihn gefragt, Herr Is, über was denken Sie? Sagt er, ich denke viel. Ich habe mir nicht gefragt. Weil ich habe die Antwort verstanden. Ich denke viel. Der Mensch über 80 denkt. Denkt über was war, was ist, was wird sein. Viel zu denken. Und deswegen Jakob hat mit Kritik, zum Beispiel was er sagt zum Shimon Velevi, dass beim Verkauf Josef, sie sind die Initiatoren gewesen. Die ganze Bewegung zu verkaufen Josef oder sogar zu töten am Anfang, war die Initiative von Shimon Velevi.
andere mitgegangen, aber die Pioniere sind gewesen Schimon und Levi. Jakob hat gewusst von der ganzen Geschichte, aber er hat kein Wort gesagt. Er war 17 Jahre in Mitzrayim mit Josef. Und Josef war nie mit seinem Vater Jakob alleine. Weil er hat Angst gehabt, dass der Vater wird ihn fragen, was war dort vor 22 Jahren, dass ich habe dich geschickt zu fragen, wie geht's mit den Brüdern und du bist nicht zurückgekommen. Was war genau dort? Anlügen wollte Josef nicht. Die Wahrheit wollte er auch nicht. Er war nie alleine, immer mit anderen Menschen. Da konnte Jakob nicht fragen. Immer mit seinen Kindern, mit seinen Brüdern, immer jemand dort gewesen. Und deswegen, Jakob hat verstanden, dass er kann nicht mit Josef darüber sprechen und auch zu den Brüdern hat er gar nicht gesagt. Aber bevor er zum Sterben gegangen, hat er die Gelegenheit ergriffen und er hat gesagt zum Shimon und Levi, dass er ist böse. Böse auf ihn, auf wem? Auf ihnen? Nein. Ich bin böse auf deine Zorn, sagt er zum Shimon. Mein Vater sagt zu seinem Sohn, ich böse auf dich, ich bin böse auf dich. Dann der Sohn ist beleidigt. Vater, böse auf mich, dann will ich nicht mit dem sprechen. Kommt eine Gegenreaktion. Aber hier steht, Arur Apam Kias. Den Zorn von Shimon, den Zorn von Levi gefällt mir nicht. Ich verfluche den Zorn von Shimon, ich nicht verfluche Shimon. Vater sagt, ich bin böse auf dich. Falsch! Ich bin böse von deinem Benehmen. Ganz andere Sache. Ich bin nicht böse auf dich. Ich bin böse auf deine Benehmen. Himmel und Erde, die Reaktion. Wenn ich bin böse auf dein Benehmen, ich bin unzufrieden von deinem Benehmen, bedeutet, dass du bist okay. Nur du machst etwas Falsches, aber im Prinzip du bist okay. Wenn ich sage, ich bin böse auf dich, du bist schlecht, dann kommt Gegenreaktion. Nein, warum bin ich schlecht? Und alle sagen dasselbe, dann habe ich nichts zu verlieren. Und er macht noch ärgere Sachen. Deswegen, Jakob hat nur zwei Punkte gemacht, damit seine Zurechtweisung zu der richtigen Punkt ankomme. Punkt 1 hat er gewartet, bis er geht zu sterben. Die Situation und die Atmosphäre ist, dass die Menschen akzeptieren, was der Mensch, das im Sterben liegt, sagt. Punkt B. Die Kritiker hat nicht gesagt direkt persönlich an die Menschen, sondern auf die Taten, die sie gemacht haben. Diese Tat ist schlecht. Du bist okay, die Tat ist schlecht. Und davon lernen wir auch, braucht man nicht warten, bis man stirbt. Wenn der Mensch will etwas sagen, soll er die richtige Gelegenheit finden. Nicht Punkt mit dem Bar Mitzvah über den Bruder von dem Bar Mitzvah zu schreiben. Das kann man auch einen Tag später machen. Und nicht direkt an den Mensch, sondern auf die Tat, die er gemacht hat. Nicht auf ihn. Und so, die Kinder werden die richtige Erziehung bekommen und in den richtigen Weg von Torah und Mitzvot weitergehen. Amen, Amen.